Wenn ein Kunstwerk in die Sammlung eines Museums aufgenommen wird, durchläuft es einen längeren Bearbeitungsprozess. Es wird im Inventarbuch mit Titel, Entstehungsjahr, Maßen und Technik aufgenommen. Man notiert, ob es signiert, datiert und sonst wie beschriftet ist, wie sein Zustand ist, woher es kommt und ob man es gekauft oder geschenkt bekommen hat. Es wird fotografiert, meist von vorn und von hinten. Und zu guter Letzt bekommt es im Depot einen festen Platz zugewiesen. Natürlich interessiert auch der Künstler. Wer ist er? Was sind seine Themen? Und wie ist das Werk innerhalb seines Schaffens einzuordnen? So geht man heute vor. Früher war es nicht immer üblich, all diese Dinge zu erfassen. Und das ist für uns heute oft ein Problem, denn in einigen Fällen wissen wir nichts über den Maler eines Bildes oder kennen die Hintergründe nicht, wann und aus welchem Anlass das Werk in die Sammlung kam. Genau das ist der Fall bei Helmut Blankmeister, von dem wir in der Ausstellung Form und Freiheit das Gemälde Sonnige Häuser zeigen. Das kleinformatige, nahezu quadratische Gemälde ist laut Datierung 1949 entstanden. Es zeigt den Blick auf eine Stadt. Wir sehen Häuser und eine Kirche, die in bunten Farben angelegt sind und die aufgrund ihrer einfachen Grundformen, Quadrate, Rechtecke, Dreiecke, an Klötzchen aus einem Baukasten erinnern. Die kräftigen Lokalfarben bilden einen fröhlichen Farbklang. Rechts oben zeigt sich ein breiter gelber Streifen. Er steht für die Sonne, die im Bildtitel hervorgehoben wird und bildet einen markanten Komplementärkontrast zu den grünen und roten Partien. So klein das Gemälde ist, aufgrund seines lebhaften Kolorits und der reduzierten Formgebung versteht es, auf sich aufmerksam zu machen. Helmut Blankmeister heißt der Maler dieses Bildes. Sein Monogramm HBL nebst der Zahl 49 findet sich links unten in der Darstellung. Im Inventarbuch ist der vollständige Name des Künstlers vermerkt. Insgesamt besitzt die Städtische Wessenberg-Galerie 7 Gemälde und 3 Holzschnitte von Helmut Blankmeister. Alle Werke sind 1949 oder 1950 entstanden. Doch wir hatten lange keine Ahnung, wie sie in unsere Sammlung gekommen sind, und über den Künstler wussten wir auch nichts. Zufälligerweise entdeckten wir jedoch vor einigen Jahren in einem Buch über die deutsche Nachkriegskunst den Namen Blankmeister und den Hinweis, dass er in Frankfurt am Main lebte. Eine Rückfrage beim dortigen Einwohnermeldeamt ergab, dass der Künstler 1911 in Kassel geboren wurde und 1975 in Freienstainau verstarb. Es folgte eine Anfrage bei der Gemeinde Freienstainau, die uns mitteilte, dass Blankmeister dort als Maler und Vertreter von Backmitteln bekannt war. Er scheint also nicht von seiner Kunst gelebt zu haben und ist, das lassen auch seine Bilder vermuten, als Autodidakt zur Kunst gekommen. In dem genannten Artikel, in dem wir auf Blankmeister stießen, entdeckten wir auch den Namen Adolf Eiermann. Er hatte, so konnte man lesen, zusammen mit Blankmeister kurz nach der Kapitulation 1945 in Frankfurt seine Bilder in einem zerbombten Haus ausgestellt. Adolf Eiermann, der 1894 in Konstanz geboren wurde und dort 1959 starb, ist am Bodensee kein Unbekannter. Er war ein überzeugter Kriegsgegner und Antimilitarist und drückte seine Gesinnung auch in seiner Kunst aus. 1948 und 1950 stellte Eiermann in Konstanz aus und es scheint, als hätte er bei der zweiten Ausstellung seinen Frankfurter Kollegen Helmut Blankmeister mit ins Boot geholt. Das Inventarbuch verzeichnet den Zugang aller Blankmeisterwerke im Jahr 1951. Doch Ankaufspreise sind nicht angegeben. Es könnte sein, dass man damals einige Bilder des Künstlers erwarb und er zum Dank einige weitere dazugab. Seit 70 Jahren sind die sonnigen Häuser in der Sammlung der Wessenberg-Galerie. In der Ausstellung Form und Freiheit sind sie nun erstmals zu sehen.